Toll, und das Ganze für so ein bisschen Gold. Und dämliche Vulkanglas-Panzerhandschuhe. Oh, Himmelsrand geht's hier. Ja, das finde ich gut. Ich hasse es, wenn sie mal noch tiefer nach unten geht. Ich meine, diese drauge Gräber und so ein Scheiß, das gefällt mir nicht so. Was? Und ich verarschen? War ich noch gar nicht in diesem komischen Turm? Boah, ich war noch gar nicht da! Na, ah, da war nichts. Au, au, der haut rein. Den kann ich gut gebrauchen. Dazu noch vielleicht ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und zack. Oh, hält er viel aus. Oh, hält er viel aus. Oh, macht er Schaden. Oh, macht er Schaden. Oh, hat er mich kaputt gehauen. Oh, hat er mich kaputt gehauen. Oh, wo bin ich jetzt wieder? Hoffentlich. Gott sei Dank. Okay, dann versuchen wir das Ganze noch etwas dezenter. Mit weniger Aufmerksamkeit. Dann noch jemand Quick Save. Und schleichen wir uns nach oben. Rockner Penner. Oh. War toll, wie ist das passiert jetzt? Hey, hör auf zu schreien. Ah, was hat denn da für eine aufmerksame Frostspinne? Der mich doch verarschen. Dann krieg ich das auf die harte Tour. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich hasse diesen Spruch. Klinge der Nachtigall, Klinge des Wehklagens. Hä? Okay. Irgendwie konnte ich gerade den Zauber nicht wirken. Frag mich nicht warum. Egal, jetzt habe ich ihn ja gewirkt und dann geht's. Hier hoch. Fette Spinne. Da hockt er ja. Ne? Was bist du? Eine riesige Frostbissspinne. Toll, das ist ein Frostgift, da traue ich nicht. Fand ich ja mal ganz cool, aber irgendwie sind Gifte mir zu umständlich. Immer das neue vergiften und nach der Zeit wieder neu und nee, das ist nicht mein Ding. Dann hier nochmal ein Quick Save. Und weiter geht's. Endlich. Wurde ja auch Zeit. Sieht irgendwie so nach Falle aus hier. Ich nehm's ja trotzdem. Und mich schreibt schon wieder jemand an. Ich werde es aber immer noch ignorieren. Ja, manchmal sind echt penetrant. Wo muss ich denn lang? Schon wieder nach Himmelsrand? Das gibt's doch nicht. Oh, hier hockt jemand. Da hockt jemand. Unsichtbarkeit nicht vergessen, die Dornherze hauen ziemlich rein. Die sollte man nicht unterschätzen. Mein Tipp an euch, unterschätzt keine Dornherzen. Die sind ziemlich dornig und haben Stacheln. Und sind dornig. Warum ist nicht lang? Na, hier scheint es doch richtig zu sein. Die Türen sind immer gut. Toll. Da haben wir es doch. Na, aber es scheint echt richtig zu sein. Solche Gänge führen immer irgendwo hin. Mann, ich bin aber falsch hin.
Und wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Nehme ich doch alles gerne mit. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss wieder hier rein. Okay. Dann halt anders. Oh, Magie. Dafür haben wir ja einen schönen Zauber. Der hat mir schon mal gut geholfen. Hellsehen. Danke, Hellsehen. Was? Toll. Hellsehen, hast du echt klasse hinbekommen. Sollen wir das jetzt bringen? Erstmal wieder auf Buttons legen, auf Buttons. Oh, knapp. Hier haben wir aber einen schönen Tisch. Mit Blutflecken und Ziegenopfern. Ach, so schön so ein Tisch, hat jeder gerne. Und direkt an ihm der Kessel, aus dem gegessen wird. Da freut sich doch die ganze Familie. Und Feuerfallen im Boden. Was habe ich jetzt gerade aktiviert? Hoffentlich das, was ich hoffe zu aktivieren. Einmal hin... Mann, nicht schon wieder. Ich lerne auch nicht aus meinen Fehlern. Habe ich jetzt gerade die Tür jetzt? Nee, hab ich nicht. Ah, hier. Toll. Das wollte ich aufmachen. Wo komme ich jetzt raus? Bin ich hier richtig? Ja. Hier bin ich richtig. Und noch mehr Ziegenopfer. Da freut man sich doch wirklich. Oh, cool. Ein Wort. Drache oder Drachenpriester? Nee, nur verfolgte. Knapp. So ein paar verfolgte Leichen. Tja. Raskur. Oh, und noch ein Schein von Berensia. Die werde ich niemals finden. Was gibt's denn hier für ein schönes Wort? Unbehagen? Ach so, das... Ja, dieser Flucht. Wo die Gegner von mir abhauen. Oh, und eine Truhe. Sind übermäßig große schon wieder. Ja, kann ich mitnehmen. Kann ich auch mitnehmen. Oh, und der sieht auch ganz nett aus. Kann ich hier einen direkten lernen, die Zaubersprüche, nur weil ich das Buch gefunden habe? Cool. Anscheinend bin ich jetzt hier ebenfalls fertig. Ja, und ich muss wieder zurück nach Dimmerstern. Ja, schönes Pferdchen. Machst du gut. Mann, ich wusste es. Immer wenn ich hier antanze, kommt irgendein Drache. Haben nichts Besseres zu tun? Magie, Schreie. Den wir noch haben, ein bisschen saugen. Ja, beruhig dich, Drache. Ja gut, solange der mich jetzt nicht direkt angreift und landet, lasse ich ihn mal in Ruhe und ignoriere ihn. Ganz gekonnt. Scheint ein Frostdrache zu sein, die sind nicht sonderlich stark. Ne, Frosty? Ja, ich glaube, da weiß, dass ich hier bin, der traut sich nicht, näher zu kommen. Hi.
Es ist seltsam, ein Heft zu halten, das nicht mit einem Dolch verbunden ist. Ja, ja, hier ist der Scheinknauf. Unsere Handwerksmeister sind nichts im Vergleich zur Vollkommenheit der Daedra. Seht euch diesen Glanz an. Hier ist euer Gold, wie versprochen. Jetzt fehlen nur noch die Teile der Schneide. Aufregend, oder? Ja, ein bisschen schon. Wenn ihr mich sucht, ich kümmere mich um das Museum. Ach ja, ich wollte hier mein Easter Egg zeigen. Ich weiß nicht, was es... Ups, ich weiß nicht, was es für ein Easter Egg ist. Wer sagt es mir gerne? Es soll angeblich eins sein. Kommt nicht so. Und wenn ihr wisst, was es für eins ist, dann sagt es mir. Achtung, seht ihr das? Bäm, Eimer. Toll, und jetzt? Kann man einmal drin stehen. Den man nicht mal ans Anvisieren sehen kann. Wollt ihr das nochmal sehen? Eimer. Toll. Okay. Schönes Easter Egg. Ich weiß nicht, auf was es Bezug nimmt oder was es soll. Ignorieren wir es einfach mal. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wäre sehr nett. Da fliegt immer noch rum. Trotzdem immer noch nicht. Da kommt der jetzt ja nicht weg, wahrscheinlich. Mann. Ach, wohin denn jetzt? Vielleicht? Nein. Ach, hier ist es doch schon. Dunkle Bruderschaft. Ruin am Straßenrand. Naja, egal. Das scheint ja relativ nah dran zu sein. Da müssen wir nicht so weit laufen. Aber hier war ich schon lange nicht mehr, ne? Und du auch nicht. Pferdchen. Oh, hier liegt noch irgendjemand rum. Ein Jäger. Okay. Soweit geklärt. Dann nochmal Unsichtbarkeit anschmeißen und reingerannt. Was erwartet uns? Ein Drache? Ein Totenpriester? Ein Mammut? Ein Riese? Oder vielleicht ein Todeshuhn? Das erfahrt ihr jetzt. Ich werde hier keinen gemeinen Cut machen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, wie lange das Video schon geht. Ich habe da ein ziemlich schlechtes Zeitgefühl. Vielleicht setzt mir der Videosplitter zufälligerweise genau hier einen Cut. Das wäre aber ärgster Zufall. Das ist wahr, ja. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold, ja. Ja, wenn du das bloß könntest. Nehmen wir mal den schönen Bogen. Und du kriegst auch noch einen. So schnell kann das gehen. Und du da hinten? Was willst du? Oh, Jäger. Bam. Cool, das war's dann auch wohl hier. Mathis, das hier kenne ich schon zu Genüge. Das klingt wie jeder zweite böse Typ, der sich für böse hält. Tut weh, ne? So an die Seite. Was hast du denn so Schönes für mich? Gold und sonst nix. Dann bist du gegessen. Mmm, yum, yum, yum. Oh, ein Schlafkleid. Irgendwann zur Ruhe setzen. Auf einer schönen Insel. Was? Ja, ja, schrei rum. Oh, da sind wir schon richtig. Komm, Headshot, Headshot, warte. Speichern. Und das ist ein Headshot. Oh, der will schlafen gehen. Noch besser. Nein! Dann machen wir es mal richtig stylisch, so wie es sich für einen richtigen Dieb gehört. Grunzel. Hochzahnschatzkammer.
Ja, wie auch immer. Was geben wir denn mal? Wir haben noch bestimmt auch ein paar Gifte hier. Och, ne, das Lotus-Extrakt bewahre ich mir auf. Das mag ich irgendwie. Ja, das gefällt mir noch mal ein bisschen tödliches Gift. Oh, was haben wir noch für Gifte? Zaubertrank, 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 bla 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 bla. Keine Gifte mehr, will ich mich verarschen? Toll. Ich brauche keine Zaubertränke mehr. Oh, ich habe ja irgendwie gerade anscheinend alle. Okay, dann geben wir noch ein paar Lotus-Extrakt und gucken, was passiert. Oh. Der hat aber anscheinend viel. Okay. Okay. Dann halt auf die althergebrachte Art und Weise. Nein, falsch. Zack. Tja. So viel zu stylisch. Der Funken. Ja, und jetzt? Hat der irgendwas für mich? Ne. Der hat Streitkolben. Hm. Nicht 20? Ja, damit. Oh, wo muss ich jetzt schon wieder hin? Oh, soweit. Na, es geht. Es geht. It goes. Kann ich den Bogen wieder nehmen? Bogen, Bogen. Und immer noch, falls es jemand weiß, es würde mich sehr interessieren, was jetzt dieser Verzauber macht, die ich auf meinem Bogen habe. Hat das Ziel dann einfach 40 oder 50 Magiker weniger oder macht das Schaden den Lebenspunkten? Magikerschaden ist ja irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Ach so. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Magiker-Schaden. Ist das jetzt Schaden oder ist das jetzt Magiker? Sind bestimmt noch irgendwo Fallen, die ich drauf trete. Oh, zwei Hebel. Welcher ist der richtige? Oh, beide wahrscheinlich. Nehmen wir auch mal das hier alles mit. Die Elfenstiefel wollen wir nicht. Hui. Was ist hier? Tja, überrascht mich jetzt nicht. Nochmal speichern. Ich mag diese Feste nicht. Tja, sowas dachte ich mir schon in der Art. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Sehe ich das richtig? Dann mal straight hier rausgerannt. Und mal gucken. Tja. Was ist das hier? Starkes Gift der Lähmung. Ich habe gerade halt eine Gifte gebraucht. Dann hatte ich keine. Oh. Gifte sind auch ein bisschen schwach, finde ich. Also ich finde, wenn ich jemand drei Flaschen Gift in den Arsch schiebe, dann ich ja nicht nur ein Viertel Schaden. Und gehört sie einfach nicht. So einen schönen Gifteinlauf hat doch keiner gern, oder? Na, schön. Sind wir wieder hier. Können die ganze Quest abgeben und gucken, ob wir eine Folgequest bekommen. Wahrscheinlich wieder sowas wie, der Dolch, der ist ganz besonders. Ich kann jetzt nicht einfach wie ein Puzzle zusammensetzen. Du musst ihn schon im Drachenfeuer schmieden, während du dich von einem Drachen anspucken lässt. Aber es muss ein Altdrache sein. Und du musst nackt sein. Und keinen Feuertrank trinken. Irgendeine Scheiße kommt bestimmt wieder. Den Knauf an. Absolut makellos. Ja, ich habe die Bruchstücke. Sieht nur. Die legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Großartig.
Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Endlich halte ich alle Teile von Merynes Klinge in meinen Händen. Es wird Zeit, euch ein Geheimnis anzuvertrauen. Es gibt ein viertes Teil, die Schwertscheide in der Vitrine. Sie wurde für die Schneide hergestellt. Und das ist noch nicht alles. Ich weiß, wie alle Teile zusammengefügt werden. Wir müssen sie nur zum Schrein von Dagon bringen und den Fürsten des Wandels direkt kontaktieren. Das hat sich nach einer verdammt schlechten Idee an. Ihr wollt nicht in die Geschichte eingehen? Gut. Ich bin beim Schrein, falls ihr eure Meinung ändern solltet. Tja, viel Glück. Mal sehen, was geht denn so rum. Wenn ihr dann mal ihr so Haus verlassen, die mich hier drin lassen, ist auch deren Schuld. Ja gut, dann. Wer rennt denn da? Und wer schwimmt da? Ja, wie auch immer. Ich sag dann einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.